Ja, einen schönen guten Tag an diesem Tag kurz vor Weihnachten. Wir hätten Sie lieber zu einem besseren Anlass eingeladen, zu einer kleinen Weihnachtsfeier. Aber Sie alle wussten ja, dass der 1. FC Nürnberg heute vor einer schweren Entscheidung stand und steht und stand. Wir haben nach langen Diskussionen, nach langen Gesprächen und Analysen innerhalb des Präsidiums heute entschieden, dass wir uns von unserem Cheftrainer Michael Oehning trennen werden. Wir haben uns bereits mit Michael Oehning über die Trennung unterhalten. Er hat sie akzeptiert und uns allen tut eigentlich dieser Schritt sehr, sehr leid, denn wir sind nicht angetreten, um einen Trainerwechsel zu vollziehen, sondern wir sind angetreten in dieser Bundesliga-Saison, um in dieser ersten Liga zu bleiben. Dass sich die Entwicklung gerade in den letzten 4 Wochen so negativ abgezeichnet hat, dass die Ergebnisse so negativ waren, war eigentlich mit der Anlass unserer Trennung. Ich möchte mich bei Michael Oehning ganz herzlich bedanken für seine Arbeit hier, die er beim 1. FC Nürnberg seit Februar 2008 hier geleistet hat. Erst als Co-Trainer, dann im Sommer vorigen Jahres als verantwortlicher Cheftrainer. Und er hat mit ganz harter Arbeit und mit guter Arbeit uns in die erste Bundesliga geführt. Er hat eine super Saison in der zweiten Liga, vor allem eine super Rückrunde hingelegt. Wir haben einen nie mehr für möglich gehaltenen dritten Tabellenplatz erreicht. Und wir haben damit die Relegation erreicht gegen Cottbus, die wir souverän gewonnen haben mit 5 Toren, 5:0 in 2 Spielen. Wir sind aufgestiegen und ich meine, wir sind auch zu Recht aufgestiegen. Unser Kader war gut und ist gut. Dass wir nun diesen Abfall hatten, das ist alles unerklärlich für uns. Ich meine, wie gesagt, der 1. FC Nürnberg, wir alle danken Michael Oehning und wünschen ihm auch auf seinem sportlichen Weg alles, alles Gute. Danke.